Guten Morgen. Ja, ich sehe noch ein bisschen matschig aus. Ich komme gerade aus dem Badezimmer und habe versucht, mir die Haare zu kämmen. Also die erste Nacht war, ich will nicht sagen katastrophal, aber nicht schön. Also erstmal das Internet. Das ging ja gestern und da war ich ja wirklich sehr, 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 sehr dankbar drum. Mittlerweile habe ich Empfang, aber ich komme nicht rein. ICQ geht nicht, Mindfortset geht nicht und YouTube geht nicht, es geht gar nicht mehr. Obwohl es manchmal sogar sehr gut steht und auch gute Verbindung, aber er wählt einfach nicht ein. Also er versucht und tut und macht, aber kommt nicht. Dann ist unser Zimmer so gebaut, dass man unter der Tür durchgucken kann. Also zumindest ist dann da, wenn auf dem Flur das Licht angeht und es ist ein Bewegungsmelder, dann geht das Licht an. Dann legst du dich hin und liest und dann geht das Licht an. Hallo, da kann man nicht schlafen. Dann haben wir ja hier draußen, hier so, wie so ein, ich glaube, das ist eine Turnhalle. Und da ist so ein großes Flutlicht. Und bei den Vorhängen, boah, es geht dann nicht schlafen, wenn das Licht an ist. Also, es geht gar nicht. Dann, das ist ja hier mein Bett, habe ich gestern relativ lustlos meine Bettdecke in den Bezug reingeschmissen. War auch nicht weiter schlimm, dachte ich zumindest, bis ich mich gestern ins Bett gelegt hatte. Meine Zimmergenossin hat sich ja schon früher verabschiedet, hat das Licht ausgemacht, war ja auch nicht schlimm, ich hatte meinen Laptop an. Ja, und dann liege ich da drunter und ich hatte vielleicht mal so nicht viel Platz, weil irgendwie, dann fing ich an, das umzudrehen und dann nochmal rum. Und da habe ich versucht, in der Bettdecke so den Bezug da so zu tüddeln. Aber ja, ich habe mich ja embryonal eingerollt und versucht mich dann unter meinem Mini-Quadratmeter an Decke, was dann auch in Bezug war, mich dann einzurollen. Ja, war toll. Ja, mein Bettlaken sieht ja auch dementsprechend aus, also es war wohl eine wilde Nacht, aber ich habe mir auch gedacht, mein Gott, du willst ja hier nicht wohnen, du willst nur übernachten, was soll denn das auch alles ordentlich sein, mein Gott, also muss ja noch nicht. Ja, jetzt ist es übrigens schon 6:08 und gehe jetzt mal frühstücken. Das Essenangebot für abends ist so ganz okay, also es schmeckt, ich habe mir das rausgepickt, was ich mag, weil... Ja, wie gesagt, die Sache mit dem Tee und dem Trink doch mal was, habe ich ja schon erwähnt. Ja, mal gucken, ob ich jetzt wieder fürsorglich ein Brot geschmiert kriege. Dann war's für mich. Bis dann, tschüss!